Hey Leute, hier ist Markus Able von Able Baumaschinen. Ich stehe gerade noch in meinem Büro. Wir gehen jetzt mal zusammen raus und ich zeige euch heute einen LKW, einen sehr coolen LKW. Wir sind gleich draußen, dann zeige ich ihn euch. Ich kann euch gleich mal den Schlüssel zeigen. Profis werden den jetzt natürlich schon erkennen. Ich muss mich heute selber filmen, weil keiner da ist. Das ist eigentlich schon Feierabend. Der LKW steht vor mir. Mir gefällt er wahnsinnig gut, deswegen mache ich jetzt so unter Tag schnell das Video. Und dann würde ich sagen, schaut ihn euch an. Also Leute, jetzt herzlich willkommen zu dem Video. Ich hoffe jetzt mal, dass der LKW mit drauf ist ganz. Herzlich willkommen zu dem Video. Ich bin Markus Able von Able Baumaschinen. Ich zeige euch heute so das neueste Modell von MAN. Den 18. Also der 18 ist nicht das neueste Modell, aber das ist ein TGS 18.510. Das ist Bausteinausführung von eben den MAN-Sattelzugmaschinen mit 510 PS, wie es der Name verrät. Wir gehen jetzt einmal rum. Wir fangen jetzt gleich mal hier vorne an. Und schauen uns das an, was der einfach für eine unfassbar geile Farbe hat. Das ist so ein schönes Blau, das sieht wirklich richtig, richtig, richtig gut aus. Vor allem in Verbindung mit den Alufelgen, die schön glänzen. Und eben auch die neuen Lichter, der neue Kühlergrill. Hier unten kann man den Abstandsregeltempomat sehen. Das ist eben dieses kleine schwarze Kästchen hier. Das ist der Abstandsregeltempomat, funktioniert sehr gut. Konnte ich gestern testen, als ich den geholt habe. Wir haben normale Spiegel noch. Ich weiß nicht, ob es bei MAN überhaupt schon welche mit Kamera gibt. Wir haben hier... Können wir herschauen. Das ist nämlich das Besondere an dem Auto. Das ist nämlich dieser 18.510. Und wenn wir hier hinschauen, sehen wir, das nennt man Außenplanetenachsen. Und das sind nämlich nicht die ganz großen Außenplaneten, weil die eben hier den Deckel haben. Wenn die hier glatt wären, dann wäre es ein richtiger Allrad und so ist es eben Hydrodrive. Hydrodrive bedeutet, das ist eigentlich ein Allrad, also eigentlich ein 4x4. Aber der Allrad schaltet sich nämlich nur dann zu, wenn man jetzt bis 30 km/h fährt, da kann man den einschalten. Bedeutet im Baustellenverkehr, wenn man stecken bleibt oder sowas, dann kann man eben den Allradantrieb benutzen. Und der funktioniert hydraulisch, wie zum Beispiel auch ein Fahrantrieb bei einem Mobilpacker. Dann haben wir hier schöne neue Bereifungen. Man sieht, hier sind noch die Teile da drauf. Bedeutet, es ist wirklich neu. Hier vorne haben wir Blattfedern, hinten Luftfedern und genau, es ist eben das aktuellste Modell von MAN und der hat wirklich erst 280 Kilometer drauf, also hat noch nicht mal die 300 geknackt. Hier sehen wir unsere Hinterachse, da auch mit Alufelgen natürlich, Reifen natürlich auch neu, weil der LKW, der wurde zwar 2022 zugelassen, aber ist neu. Also eben nur die Überführungskilometer. Hier haben wir unsere Anhängerkupplung, kann man sich wegschrauben, weiter hinten hinschrauben. Die ist schon geschmiert, aber noch nie benutzt. Hier haben wir unsere Anschlüsse für die Kipphydraulik, dass man eben seinen Kippauflieger fahren kann. Und es sind zwei Stück, weil man teilweise auch zwei Kreise hat, wenn man jetzt einen Tieflader fahren würde mit Rampen oder sowas. Hier haben wir unsere ganzen Anschlüsse, gelb-rot, einfach die Luftanschlüsse, ganz normal. Hier das Grüne, wie man hier sehen kann, das ist ein NATO-Stecker. Kann man eben dann zum Beispiel sein elektrisches Verdeck anschließen oder man kann damit auch Starthilfe geben. Hier drin sind unsere Batterien. Dann können wir mal noch weitergehen. Hier hinten sieht man Luftbalken. Das ist das hier. Das ist für die Luftfederung, die ihr eben hinten hat. Vorne ist er Blatt gefedert. Habe ich euch auch gezeigt. Das sind hier Federspeicher. Hier sieht man die Antriebswelle reingehen. Und die treibt die hinteren Reifen eben an. Das sieht vorne ein bisschen anders aus, weil der einen hydraulischen Allradantrieb hat. Dann können wir uns hier nochmal anschauen. Hier ist der Kraftstofftank, hier vorne ist der Auspuff.
Da haben wir nochmal eine schöne hochglanzverdichtete Felge mit eben diesem Hydrodrive-Teil. Und ich finde das, also ich finde Hydrodrive sehr, sehr gut eigentlich, weil man halt genau den Bereich abdeckt, wo man das auch braucht. Weil man fährt eben halt im Baustellenverkehr bei 20, 30 km/h, braucht man ein Allrad, dass man rauskommt. Wenn man jetzt schon mit 50, 60, 70 km/h unterwegs ist, dann bezweifle ich, dass man immer noch den Allrad wirklich braucht. Da ist dann eben der Vorteil, dass man eine Kraftstoffersparnis hat. Was wir hier noch haben, weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Genau hier die neuen Tagverlichter, der neue Grill. Leider ein bisschen verschmiert, weil wir den nicht so gut abgeputzt haben. Sonst finde ich, was man nochmal sagen kann, ist, wenn man sich das anschaut, die Farbe von dem LKW ist wirklich, wirklich richtig, richtig schön. Vor allem, wenn er da in der Sonne steht, sieht er schon einfach, schauen wir das mal ganz drauf, das sieht einfach Bombe aus, finde ich. Wirklich ein sehr schönes Fahrzeug, aktuellstes Modell. Und jetzt schauen wir uns mal zusammen noch den Innenraum an. So, also ich würde sagen, wir starten dann gleich mal hier an der Türe, weil die Türe ist das Erste, was wir aufmachen. Und da ist mir gestern nämlich auch schon aufgefallen, warum sind hier Knöpfe? Hier können wir den Motor starten, hier können wir das Fenster öffnen und schließen, will es aber gar nicht. Und jetzt läuft der Motor, habe ich komplett von der Tür aus gestartet. Ist praktisch, wenn man da mal draußen steht, man sich denkt, okay, ich muss noch kippen oder sowas in der Richtung. Oder man sich denkt, ja, okay, ich muss schnell ausschalten. Drücke ich hier hin, bin ich soweit. Jetzt haben wir Warmlenkanlage an. Kannst du es mal anschauen. Ist sehr geil, weil das eben unten, die Blinker finde ich richtig cool. Fährt wirklich gut. Können wir uns wieder ausschalten. Und schauen, was uns hier entgegenkommt. Hier Sitzheizung. So wie es ausschaut, hat er auch Sitzbelüftung. Und wir haben hier unsere Luftfederung. Die geht jetzt auch schon, weil die Zündung an ist. Können wir hinten hochfahren. Natürlich auch runter. Normalerweise drücke ich dann hier den grünen Knopf, dann geht er automatisch wieder auf Fahrniveau. Hier den Hebel für den Kipper, hoch runter. Wir haben keinen Auflieger drin, deswegen kann man es jetzt nicht so gut testen. Und dann schaut uns das Ganze eben hier so an. Dann gehen wir mal drauf. Hier sehen wir unser Lenkrad. Sehr schön. Das neue MAN-Lenkrad. Versuche ich mal reinzusetzen, dass man noch was sieht. Genau, das ist das, was einem dann hier im Endeffekt entgegenkommt. Der will man, dass man die Standheizung aktiviert. So sieht das neue Display aus. Ist ein voll digitales Kombi-Instrument. Das zeigt es gerade 33 Grad an. Es hat, glaube ich, eher so 25, aber es ist schon sehr warm. Und genau, man kann hier eben dann verschiedene Dinge einstellen. Dann kann ich dann sagen, ja, ich will meine Fahrdaten. Hoppala. Ja, ihr wisst, wie es geht. Das ist die Anzeige für den Abstandsregeltempomat. Da drüben haben wir den Radio. Und hier ist eben das Coole. Er hat einfach sogar Apple CarPlay. Das ist für mich was sehr, sehr, sehr Cooles. Weil ich das beim Fahren auch liebe. Ich dachte schon immer, ja, okay, ob ich wirklich meinen LKW-Fahrer das haben wird. Aber jetzt ist es anscheinend soweit. Hier haben wir einen Haufen Knöpfe. Hier drüben der kleine Bildschirm. Das ist noch so ein Totwinkelassistent, auch sehr cool. Der geht dann an, wenn irgendwas da vorne im Weg wäre. Und hier haben wir, das erinnert eigentlich ein bisschen an BMW, das Visus, weiß nicht, heißt das iDrive, aber haben mittlerweile die meisten Autos. Da kann ich nämlich dann hier, kann ich alles wählen, ich kann drücken mit dem Knopf. Und was auch cool ist, ich habe hier noch einen zweiten Ring. Wenn ich den bewege, dann komme ich hier oben durch die verschiedenen Anwendungen durch. Und der hat auch wirklich alles, der hat auch ein Navi. Das ist eher was Seltenes bei LKW, wobei ich das nicht ganz verstehen kann. Hat DHB-Radio, wirklich alles drum und dran, weil er halt die Vollausstattung hat. Hier haben wir unseren, den Wählhebel für den Hydro-Drive. Das ist eben das, wo man den dann zuschalten kann, wo man das Differential sperren kann. Verschiedene Fahrmodi, wir haben Klimaautomatik, nicht nur Klimaanlage. Wir haben ein Nahverkehrsfahrerhaus, also das bedeutet, es ist nicht besonders hoch, sondern genau, es ist nicht besonders hoch, weil es eben für den Baustellenverkehr ist. Wir haben hinten trotzdem einen Schlafplatz, wo man jetzt sich jetzt in seiner Pause hinlegen könnte. Dann sagt man, wir jetzt da noch ein bisschen chillen. Und dann Beifahrersitz, unspektakulär, außer
Der ist auch luftgefedert, wie der Fahrersitz. Wir haben hier zwei Schalter für die Rückfahrkamera. Das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, was er nicht hat, wobei ich gar nicht weiß, was es bei der Sattelzugmaschine gibt, ist eine Rückfahrkamera. Wobei das auch komplett sinnlos ist, weil eine Sattelzugmaschine wird eigentlich immer mit einem Auflieger fahren. Und dann kaufen sie sich lieber einen Auflieger mit Rückfahrkamera, wo man dann da hinten hinsieht. Wir haben oben sowas wie ein Schiebedach. Das kann man öffnen und aufstellen, dann geht plötzlich heiße Luft raus. Das ist vielleicht gerade auch nicht schlechter, weil ich wirklich am Schwitzen bin hier drin. Wir haben auch so Sachen wie zum Beispiel Lichtautomatik, wie man es vom Auto auch kennt. Und wir haben auch so, zum Beispiel, wir haben Fernlichtautomatik und eben die ganz coolen Sachen, die es im Auto auch gibt. Hier haben wir unseren Automatikwehhebel. Und der hat auch einen Pritader. Genau hier kann man das noch wegklappen. Dann ist es ein bisschen ergonomischer, wenn man seine Hand da drauf legt. Kann man die Armstütze natürlich runter, einen Kühlschrank hat er. Und dann würde ich sagen, was uns noch fehlt, ist das Fahren. Dann würde ich sagen, drehen wir mal einfach eine Runde zusammen und wir schauen uns das an, wie der sich fährt. So, jetzt sitzen wir im LKW. Ich muss auch sagen, läuft er schon? Die Zündung hatte ich ja schon an. Ich muss sagen, ist für mich auch eine Premiere, weil ich selbst noch nie so einen neuen LKW gefahren bin. Davor, weil der hatte wirklich erst 290 Kilometer genau. Die Klimaanlage schalte ich schnell aus. Genau, es ist todesheiß. Hier schalte ich auf Drive. Fünften Gang startet er. Handbremse geht automatisch raus, wie im Auto, finde ich auch sehr, sehr, sehr cool. Und er fährt sich auch einfach wie ein Auto. Das ist wirklich einfach angenehm. Wir fahren jetzt mal eine Runde rum. Er schaltet halt gut weich, kann man sagen. Natürlich bin ich nicht angeschnallt. Und natürlich pfeift auch. Weil das ist schon ein paar Jahre lang jetzt so, dass er das machen soll. Und wirklich, er fährt sehr, sehr, sehr schön, sehr komfortabel. Ein sehr gutes Automatikgetriebe, finde ich. Kann man untenrum auch gut steuern. Das ist nämlich immer so ein Ding bei den LKW-Automatikgetrieben, dass die untenrum so, die sind nicht besonders feinfühlig. Da muss ich aufpassen, dass ich die Fahrschule nicht immer noch fahre. Genau, die machen nämlich immer die Fahrübungen bei uns. Und so fährt wirklich sehr gut, schaltet sehr schön. Ja, auch einen schönen Blinker-Sound, muss ich sagen. Weil das ist oft ziemlich nervig. Das macht er gut. Ich biege jetzt hier rechts ab und sehe eben genau den Totwinkelassistent, was sehr wichtig ist auch, weil da wirklich viele Unfälle passiert sind, während die Leute eben nicht so gut hingesehen haben. In den toten Winkel ist ja beim LKW relativ groß und wenn ein Radfahrer daneben steht, kann man das schon mal übersehen. Das finde ich ist wirklich eine Verbesserung, dass es das gibt. Gibt zwar auch die Spiegel, aber wenn man blinkt und das mit der Kamera sieht, dann hat man das ja halt nochmal wirklich sehr viel besser im Blick. Und ansonsten, ja, fährt wie ein Einser. Bedienung ist sehr, sehr gut, muss ich echt sagen, vor allem für einen LKW, weil da meistens alles irgendwie total kompliziert ist. Und ich verstehe es gar nicht, weil die meisten Autohersteller, beziehungsweise weil die meisten LKW-Hersteller oder viele davon auch Autos herstellen, wie zum Beispiel Mercedes. Deswegen denke ich mir, müsste das doch möglich sein, in einem Actros zum Betriebssystem zu haben, das so intuitiv ist wie in einem normalen Mercedes. Aber ja, schauen wir mal. Wir sind jetzt wieder zurück in der Firma und ich packe den mal wieder vorne hin und dann haben wir ein kleines Fazit von dem Video. So Leute, jetzt würde ich sagen, es ist Zeit für ein kleines Fazit zu dem LKW. Wir sind jetzt gefahren, wir haben uns den angeschaut. Was ich schon mal sagen kann, optisch wirklich Bombe, finde ich jetzt. Farbe ist richtig geil, mit den Alufelgen schaut es sehr gut aus. Dann haben wir eben unseren Abstandsregeltempomat, wir haben den neuen Kühlergrill, wir haben die schönen Lichter bzw. Blinker. Hier auch sehr cool mit dem LED, mit der Lippe da unten. Wir haben keine Kameraspiegel, Kameraspiegel finde ich auch einfach nicht schön. Und genau, ich muss sagen, der LKW gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Beim Fahren war es jetzt auch sehr gut, habe ich mir gestern auch schon gedacht, dass ich den geholt habe. Der fährt wie ein Auto, die Steuerung ist so gut geworden, das ist wirklich einfach ein riesiger Schritt nach vorne, muss man wirklich sagen. Und ich bin Fan. Ich muss sagen, mir gefällt er besser als der Actros, als der neue Actros. Und genau, sagt mir eure Meinung dazu, seid ihr eher die Mercedes-Fans oder wollt ihr lieber ganz was anderes? Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen, schaltet nächste Woche wieder ein. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und war ein schöner LKW. Vielen Dank fürs Zuschauen, ciao.